Hallo und willkommen zurück zum letzten Video zum Arbeitsblatt der Polynomdivision. In den vorigen Videos haben wir schon besprochen, wie wir eine Zahl durch eine zweistellige Zahl ohne und mit Rest dividieren. Ebenso haben wir schon Polynomdivisionen ohne und mit Rest durchbesprochen und geübt. Ziel dieses Videos ist es nun, noch einmal eine Polynomdivision mit Rest durchzuführen. Dafür werden wir das Polynom minus 4x hoch 4 plus 18x hoch 3 minus 11x² plus 17x plus 22 durch das Binom x minus 4 dividieren. Hier nun ein Arbeitsauftrag für dich. Probiere diese Polynomdivision nun selbst. Pausiere dafür das Video. Als erstes sehen wir, wie oft x in minus 4x hoch 4 hineingeht. Nämlich minus 4x hoch 3 mal. Dieser entstandene Quotient wird mit dem Binom x minus 4 multipliziert und entsprechend der Potenz unter das erste Polynom geschrieben. Minus 4x hoch 3 mal x ergibt minus 4x hoch 4. Minus und Minus ergibt Plus, also haben wir plus 16x hoch 3. Wenn wir nun diese neue Zeile einfach von der oberen abziehen, erhalten wir Folgendes. Minus und Minus ergibt Plus, also minus 4x hoch 4 plus 4x hoch 4 ergibt 0, es fällt weg. 18x hoch 3 minus 16x hoch 3 ergibt 2x hoch 3. Die restlichen drei Summanden werden einfach herabgeschrieben. So, nun probieren wir wieder, wie oft x in 2x hoch 3 hineingeht, nämlich plus 2x² mal. 2x² mit x multipliziert ergibt nämlich 2x hoch 3. Minus 4 mal 2x² ergibt minus 8x². Wir ziehen wieder die untere von der oberen Zeile ab. 2x hoch 3 minus 2x hoch 3 ergibt 0. Minus und Minus ergibt wieder Plus. Minus 11x² plus 8x² ergibt minus 3x². Die restlichen beiden Summanden werden wieder herabgeschrieben. Wie oft geht nun x in minus 3x2? Minus 3x mal. Minus 3x mal x ergibt nämlich minus 3x2. Und minus 4 mal minus 3x ergibt plus 12x. Wir ziehen wieder die untere von der oberen Zeile ab. Der erste Summand fällt weg. 17 minus 12 ergibt 5x und die plus 22 werden herabgeschrieben. Wie oft geht x in 5x? 5 mal, also plus 5. Plus 5 mal x ergibt 5x. Minus 4 plus 5 mal plus 5 ergibt minus 20. Wenn wir nun die obere von der unteren Zeile abziehen, bekommen wir 42 Rest. Diese 42 als Rest werden hinten dazu addiert als Bruch. Wir schreiben also Plus, machen einen Bruchstrich und in den Zähler schreiben wir die 42. Und als Nenner wird eben der Nenner x minus 4 hingeschrieben. Hier hast du noch einmal alles schön zusammengefasst. X geht in minus 4x hoch 4 minus 4x hoch 3 mal. Das wird mit x minus 4 multipliziert und der neu entstandene Term wird von der oberen Zeile abgezogen. Der erste Summand fällt weg, übrig bleibt 2x hoch 3. Die hinteren drei Summanden werden einfach herabgeschrieben. Wir sehen wieder, wie oft geht x in 2x hoch 3? 2x² mal.
2x² mal x minus 4 ergeben 2x hoch 3 minus 8x². Diese Zeile wieder von der oberen abgezogen ergibt minus 3x² und die beiden anderen Summanden werden wieder herabgeschrieben. Das Spielchen beginnt von 9. Wie oft geht x in minus 3x2? Minus 3x mal. Minus 3x mal x ergeben minus 3x2 und minus 4 mal die minus 3x sind plus 12x. Wenn wir das von der oberen Seite abziehen, haben wir 5x plus 22. X geht in 5x plus 5 mal. 5 mal x ergibt 5x, 5 mal minus 4 ist minus 20. Wenn wir das wieder abziehen, erhalten wir einen Rest von 42. Somit bilden wir einfach hinten einen weiteren Summanden, nämlich einen Bruch, in dem wir den Rest oben schreiben und x minus 4, durch das wir dividiert haben, unten hinschreiben.